Hallo meine Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part. Agony Unrated. Unrated hat mittlerweile wirklich seinen Höhepunkt erreicht, im Sinne von, warum es Unrated ist, der Typ wischt mit einem gern Baby drauf. Ja. Wir müssen weiter. Ich habe mir letztens den Kopf abgezogen. Es gibt zwei Stellen. Wir werden jetzt gerade auf links, ja in die Richtung, da. Dann rechts, wir gehen nach links ab. Weil näher, weil besser, weil lustiger. Wir werden aber trotzdem den da jetzt überall das abziehen. Ich hätte schon ein paar Mal jetzt ein paar braucht. Von den Dolen da. Wir bleiben unten. Das sieht man jetzt gerade nicht. Okay. Boah, die hat mich. Ja, ist die lieb. Das ist eine Sache, dass ich theoretisch genau die, die mich umgebracht hat, das auch nehmen kann. So, komm, zeig mir den Weg. So, was geht jetzt mal los? Wissen wieder? Warum war? Säcke für den Köpfe zusammen. Ach ja. Das ist das Symbol normalerweise nicht allzu weit versteckt. Ach du Scheiße! Ich glaube, ich sollte eigentlich sterben. Das dürfte ein Bug sein. Das dürfte wirklich ein Bug sein. Weil eigentlich sollte ich da durchkommen. Ja, dann gibt's nichts, sterben tue ich nicht. Also muss ich entweder sterben oder was auch. Dreh mich einfach nicht um. Hin. Okay.
Ah, die Scheiße. Oh, die brauche ich, die habe ich noch braucht, ihr Idioten. Maria. Ja, da. Nein, geh weg. Wir zeigen alle da herum rein. Geprägt. Wie ich es gemeint habe, eigentlich sagst du ja eh oft, wo es hin muss. Ziemlich. Ach du Scheiße, schaut da ja noch schlimmer aus als sonst überall. Das Baby klatscht gemütlich. Ja, eh. Irgendwie da durch. Okay. Bin wieder da. Ihr werdet es nicht glauben, aber das Klopfen, was ich da gerade gehört habe, das hat sich im Headset so dermaßen echt angehört, dass ich die Aufnahme unterbrochen habe. Und schauen wir mal, ob irgendwer an der Tür oder am Fenster klopft. Echt, also ohne Scheiß, das war jetzt extrem creepy. Also, boah. Na, weiter geht's. Boah. Jetzt hat mich der Typ erwischt, jetzt war es mit mir, oder? Okay. Noch nicht. Also ich weiß jetzt gerade nicht. Also recht gut geht's mir gerade nicht. Ja. How much longer do I have to wait for you, my soul hunter? There are many paths that can lead you to me. Take advantage of your position. Murder and mutilate anyone who stops you on this journey. This place feeds on pain and suffering, just like your Babylon. Enjoy the power I offered you. Find your way through the wasteland and savor the taste of blood. We are waiting for you, beloved. Ich schätze, da hinten ist die Kathedrale. Jetzt war ich schon sehr krank. Safe point! Ja.
am Arsch, werde ich jetzt da runtergehen. Okay. Was hat mich jetzt verbrannt? So, jetzt schaue ich mich einfach mal um. Also, wo ist da hinten? Ist die Kathedrale? Irgendwo? Da? Da. Wunderbar, da rennt Feuer rum. Viele böse Maxl. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es einer ist, mit dem ich reinnahmen kann. Nope. Ich gehe davon aus, dass ich da jetzt einfach durch muss. Boah, jetzt wird schon krank, Alter. Vor allem so beklemmend. Man kann Zentimeter wo stehen bleiben, ohne dass man glaubt, man verbrennt. Im Normalfall wahrscheinlich verbrennt man da jetzt auch. Das klingt, das ist auch nicht nett, das Ding da. Du auch nicht, geh weg. So viel zu einem Teufel werde ich tun und darunter gehen. Anscheinend werde ich doch darunter gehen. Da oben kommt man anscheinend an Scheißzeug durch. Das schaut irgendwie schon so aus, wie wenn ich da... Na toll, aber an der Oberfläche kann man gleich wieder in die Hölle runter. Ja, warum nicht? Was scheppert denn? Ich heb mal das auf. Wie oft passiert dem aber das eigentlich, wenn man untertags... Extrem nützlich. Aber hey, langsam kriege ich wirklich da einen Garten. Spinne! Feuer! Äh.
es ist wirklich an abartiger Krankheit nicht mehr zu überbieten. Ich bin gespannt, was sie im Nachfolger vorhaben. Also, aber langsam weiß ich schon wirklich nicht mehr, was da jetzt noch Schlimmeres kommen sollte. Warum kann ich da nicht hin? Ja. Auf der Karte, das Ding ist für den Arsch. Ja. Ist jetzt eh schon tot, macht zumindest das Licht. Denke ich halt. Wo bin ich herkommen? Ich schaff mal da, wo ich hin. Unnützes F, mach was. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das ziemlich, also das wird jetzt noch ziemlich krank. Ich gehe mal jetzt schwer davon aus, dass das jetzt so abartig reinhaut. Oh, war ich schon. Da bin ich rein. Ne, wo war ich? Was? F, mach was. Zeig mir noch wohin, links, rechts. Also, scheiße, ganz schön dort. Das ist ein Geweckter. Aha. Ja, du bleib mal kurz da, dich brauche ich vielleicht noch. Okay, die Dinger haben Angst vor Feuer. Das ist schon mal was. Ich habe keine Ahnung, wohin der Typ dort geht, mir auf die Nerven. Mich nervt das ja schon, dass ich mich gegen den Typ nicht verteidigen kann, wirklich. Also eigentlich überhaupt nicht. Das ist schon mal gut. Reinpackt. Ich würde zum Fuß anschauen lassen, der schaut nicht so. Oh. Okay. Das ist schon fast wieder witzig gewesen jetzt. You won't be able to survive on the desert in this skinned body. Fly over it. She won't wait for you forever. Solange irgendwer redet mit mir, gehe ich mal davon aus, dass es wenigstens, na geh. Okay. Der Weg richtig ist, gehe ich mal davon aus. Blödes Etwas da unten. Ja, zwei Versuche wieder beim Neustart. Oh. Ja, leck mich doch. Es ist ja wie so ein Respawn etwas. Und so viel da sind, gehe ich davon aus, dass ich die auch brauchen werde, eventuell. Da kann man runtergehen, alles. Ach Gott, na. Pff.
greif den an, der da das vom Kopf zahlt. Hast schon recht. Ja. Du auch vielleicht gleich noch einmal. Du auch. Komm. Ja, na dann. So. Nächster Save Point. Und der Part wieder mal kurz beendet. Außer ich weiß wirklich, ob das. Geht's aus dem Weg? Jetzt kommt schon. Selbst in der Hölle gibt's Bodyblocking. Hm, wenn ich dich anzünd. Dass das auch nicht trennt, wenn der Rauch da reinsteigt. Ja. Märtyrer. Ist das Wasser? Nee. So ein männlicher Märtyrer jedenfalls. Das ist, warum die manchmal nicht brennen, ist immer ein Rätsel. Oh! Fuck! Okay. Sehr, warum ich da euch alle in Gruppe. Ja, ich wollte schon mal mit einer halbnackten Frau spielen. Ja, klasse. Und jetzt? Verpiss sich der da wieder? Du brennst jetzt. Kannst du jetzt sterben oder? Oder sagen, wie ich das tun soll? So muss ich nach oben, dann in oben rechts weg. Okay. Das hilft dir nichts, ich muss sie versuchen. Vorbei an dem Ganzen und rechts weg. Jetzt war's. Oh, doch nicht. Gerade überlegt, ich warte doch noch. Okay. Nett. Echt nett von dir. Da unten bleiben, weil sonst kommen wir ja diese. Ah, sind die vorbei? Da rechts rüber, okay.
nett, wie das ruckt. Okay. Wir werden jetzt gar nicht lang warten, ein paar Spawnpunkte, sage ich mal, haben wir ja noch. Und jetzt schauen, ob ich da einfach vorbeirennen kann. Das Einzige, was sich gerade bewegt, das ist ein Baby. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, pui! Wird sich gleich weisen. Das ist was Ähnliches wie ein Baby. Original ein Baby. Irgendwas machen kann da. Okay, na dann. Mal da rein. Ich darf keine Ahnung, wir wollen. Wieso kann ich eigentlich mit dem Viech nichts kaputt machen? Blöde ist, ich muss ja die Strecke wieder zurückfliegen mit meinem Geist. Es dürften ein paar Schleichpassagen werden jetzt wieder. Ich sehe das schon. Komm schon, lass mich aus dem Geist raus. Komm da raus? Nee. Auch nicht aus dem Geist, sondern aus dem Viech raus. Da muss ich hin. Da kam ich her. Wo ist er noch? Scheiße.
Fuck! Maybe they were right. You're just a toy. Ich bin kein Spielzeug. Och, fuck. Da war irgendwo eigentlich ein... magisch Scheiß. Ah, jetzt hat mich die Depperte wieder. Wieso kommt sie in den Scheißspalt da rein? Ach Gott. Okay. Das gibt's ja nicht. Das muss ja weniger werden. Okay, das wird eh weniger. Das dauert nur ein bisschen. Das ist gerade ein bisschen heavy. Vor allem, dass ich auf das warten muss. Ja, passt. Alles gut. Und da, wo ich hin wollte, das wird mich das Flammending gleich verbrennen wahrscheinlich. Ja.
Oh! Okay, das gibt's doch nicht. Tja, und tot. Okay, Leute, ich breche das jetzt hier mal ab, ja. Der Part ist lang genug. Ich werde mir das jetzt anschauen. Und das nächste, was ihr sehen werdet, ist, wie wir das durchschaffen. Aber dann müsst ihr nicht die ganze Zeit bei den Tries mitschauen. Auf jeden Fall mal im Vorhinein schon danke fürs Zuschauen, fürs Durchhalten. Wir werden das schaffen. Es wird ein bisschen dauern, aber wir werden das hinkriegen. Ach du Kacke! Gut, also bis zum nächsten Mal und ciao!